Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung mit Markov-Ketten an sich, ihren Eigenschaften, aber auch vielen Beispielen auseinandergesetzt haben, soll es in der heutigen Vorlesung um eine Verallgemeinerung der Markov-Eigenschaft auf der einen Seite und der Konstruktion von Markov-Ketten auf der anderen Seite gehen. Schauen wir uns das mal im Detail genauer an. Die erste Aussage ist das folgende. Ich gebe mir vor, eine Markov-Kette, die ich wie üblich mit Xn bezeichnen möchte. Und das sei eine Nü-P-Markov-Kette. Und weiterhin möchte ich mir vorgeben eine natürliche Zahl n, sowie ein Ereignis aus der Produkt-Sigma-Algebra E-Tensor N0. Zudem möchte ich noch betrachten eine nicht-leere Menge B aus diesem Raum E hoch n, sowie ein Element x aus unserem Zustandsraum E und die letzteren beiden sollen so gewählt sein, dass die Wahrscheinlichkeit, den Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge B anzutreffen und dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt x im Punkt x ist, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht verschwindet. Und dann soll das Folgende gelten. Nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n sich in dieser Menge A befindet, gegeben, dass er zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge B und zum Zeitpunkt n im Punkt x war, das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess in x startet und von x0 an sich in der Menge A befindet. Und nochmal kurz zur Erinnerung, ich schreibe hier Pnü, um zu betonen, dass dieses Wahrscheinlichkeitsmaß hier von der Startverteilung Nü abhängt. Und Sie sehen, das ist eine Verallgemeinerung der Markov-Eigenschaft auf unendlich viele zukünftige Zeitpunkte. In der letzten Vorlesung haben wir immer einen Zeitpunkt x, n oder den Prozess zu einem Zeitpunkt fixiert. Wir haben den Prozess an der Stelle xn betrachtet. Und jetzt betrachten wir sozusagen den ganzen Vektor vom Zeitpunkt n an. Wie zeigt man nun so eine Eigenschaft? Und ich möchte hier in zwei Schritten vorgehen. Im ersten Schritt möchte ich mal ein k aus n0 fixieren. Ich möchte mir Punkte hernehmen, x0 bis xk aus unserem Zustandsraum E. Und dann möchte ich als erstes die Wahrscheinlichkeit von folgendem Event betrachten. Nämlich, dass der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge b ist, zum Zeitpunkt n im Punkt x und für alle Zeitpunkte n plus i, wobei i jetzt hier durch die Menge 0 bis k läuft, sich im Punkte x, i befindet. Und Sie sehen, um diese Wahrscheinlichkeit zu berechnen, können wir wieder den Satz 1.71 benutzen. Und der erlaubt uns, diese Wahrscheinlichkeit zu schreiben als die Summe über alle n-Tupel y0 bis yn-1 in der Menge b von dem folgenden Produkt, nämlich das μ von y0 mal p von y0 y1 bis p von yn-1x mal die Indikatorfunktion, dass x gleich x0 ist und dann setzen wir fort mit der Wahrscheinlichkeit oder mit diesem Gewicht p x0 x1 bis p xk-1 xk. Und Sie sehen, diese Bedingung taucht relativ natürlich auf, aufgrund der Tatsache, dass wenn ich mir hier dieses Ereignis angucke, i kann ja auch den Wert 0 annehmen. Und dann habe ich hier sozusagen den Durchschnitt der beiden Ereignisse, nämlich, dass der Prozess zum Zeitpunkt n im Punkt x ist und gleichzeitig im Punkt x 0 ist. Und das bringen wir hier zum Ausdruck durch diese Indikatorfunktion. Und jetzt sehen Sie, wenn ich den Satz 1.71 auf diesen ersten Teil anwende, kann ich das wieder ausdrücken als die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge b befindet und zum Zeitpunkt n im Punkt x mal der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess die Startverteilung
Dirac-Maß auf x hat und dass sich dann der Prozess zu den Zeitpunkten i, wobei i jetzt zwischen 0 und durch diese Menge 0 bis k läuft, in den Punkten xi befindet. Und was wir hier jetzt erreicht haben, ist nichts weiter als, jetzt kann ich natürlich durch diese Wahrscheinlichkeit teilen, wenn sie nach Voraussetzung ungleich 0 ist. Und so möchte ich meine Menge b und meinen Punkt x wählen. Und dann sehe ich, auf dieser Seite steht genau diese gewünschte bedingte Wahrscheinlichkeit. Und auf der anderen Seite steht genau hier diese gewünschte Wahrscheinlichkeit, allerdings erstmal nur für die ersten k plus 1 Zeitpunkte. Und dadurch, dass die Menge diskret ist, kann ich natürlich auch hier auf dieser Seite die Sigma-Additivität ins Spiel bringen. Ich kann summieren über alle xi aus der Menge ai und erhalte damit diese gewünschte Aussage in einem ersten Schritt für alle Elemente a aus der Menge der endlich dimensionalen Rechtecksmengen. Damit haben wir sozusagen erstmal die Aussage nur gezeigt für diese Art von Rechtecksmengen. Jetzt geht es im zweiten Schritt darum, diese Mengen sukzessive auf alle Mengen aus der Produkt-Sigma-Algebra zu erweitern. Und woran erinnert uns das jetzt? Na, die Rechtecksmengen stellten ja einen Erzeuger von unserer Produkt-Sigma-Algebra dar. Das heißt, wir haben den Nachweis bereits erbracht auf dem erzeugenden System. Daher definiere ich mir jetzt in einem zweiten Schritt das folgende Mengensystem. Das ist gegeben durch die Menge aller Elemente aus dieser Produkt-Sigma-Algebra, die so gewählt sind, dass die folgende Gleichheit gilt, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit, den Prozess ab dem Zeitpunkt n in der Menge a zu finden, gegeben, dass er zu den Zeitpunkten 0 bis n minus 1 in der Menge b und zum Zeitpunkt n im Punkt x war, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit gleich der Wahrscheinlichkeit ist des Prozesses, der in x startet und die Eigenschaft hat oder von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in der Menge a ist. Also ich wähle mir sozusagen alle diese Mengen a aus der Sigma-Algebra, sodass diese Gleichheit gilt. Und dieses Mengensystem möchte ich der Einfachheit halber mit d bezeichnen. Was wissen wir bereits? Nach Schritt 1 wissen wir, dass die Menge der endlich dimensionalen Rechtecksmengen enthalten ist in diesem Mengensystem d. Was wir jetzt nachweisen wollen, ist, dass d ein Dünken-System darstellt. Dazu müssen wir folgende drei Eigenschaften überprüfen, nämlich dass der ganze Raum enthalten ist in diesem Mengensystem, dass wenn eine Menge d enthalten ist, auch ihr Komplement enthalten ist in dem Mengensystem und dass wenn ich eine Folge disjunkter Mengen aus dem Mengensystem nehme, dass auch die Vereinigung dieser Mengen im Mengensystem Skript d enthalten ist. Schauen wir uns das jetzt im Detail an, wie das funktioniert. Der erste Schritt, ich möchte nachweisen, dass der ganze Raum enthalten ist. Der ganze Raum ist nichts weiter als unsere Produktmenge e hoch n0. Wenn ich e hoch n0 jetzt wähle und mir diese bedingte Wahrscheinlichkeit betrachte, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n in dieser Menge e hoch n0 enthalten ist, gegeben, dass der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n minus 1 in der Menge b und zum Zeitpunkt n im Punkt x war, dann ist es ja nach Definition nichts weiter als 1. Das ist gerade die normierende Eigenschaft, die wir hier ausgenutzt haben, weil wir hier ja den ganzen Raum eingesetzt haben. Die 1 kann ich aber auch erhalten, wenn ich mir einfach nur angucke, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass sich der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in dieser Menge e hoch n0 befindet. Damit haben wir uns jetzt überzeugt, dass der ganze Raum e hoch n0 enthalten ist in unserem Mengensystem, weil das ja gerade die charakterisierende Eigenschaft der Mengen aus unserem Mengensystem war. Der zweite Schritt ist der, dass ich mir eine Menge d aus unserem Mengensystem Skript d wähle. Und jetzt gucke ich mir an die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n in der Menge d-Komplement liegt. Gegeben, dass der Prozess
zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge b und zum Zeitpunkt n im Punkt x ist. Jetzt möchte ich wie üblich vorgehen, dass ich sage, okay, ich muss die Menge d ins Spiel bringen, also gehe ich doch am besten zum Gegenereignis über. Und damit erhalte ich den Ausdruck 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n in der Menge d enthalten ist, gegeben das Ereignis, dass der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge b und zum Zeitpunkt n im Punkt x ist. Jetzt kann ich aber ausnutzen, dass nach Voraussetzung die Menge d ja in unserem Mengensystem Skript d liegt. Das heißt, ich weiß, dass diese Wahrscheinlichkeit hier oder diese bedingte Wahrscheinlichkeit das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in dieser Menge d liegt. Und jetzt kann ich den Schritt, den wir hier oben benutzt haben, rückgängig machen. Ich kann also wieder zum Gegenereignis übergehen und erhalte damit das Gewünschte, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, also bei dem Startmaß, ein Dirac-Maß auf x, von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in der Menge d-Komplement liegt. Und damit habe ich mich davon überzeugt, dass auch die Menge d-Komplement in unserem Mengensystem Skript d liegt. Bleibt die dritte Eigenschaft nachzuweisen von einem Dünken-System. Dazu nehme ich mir eine Folge von Mengen d1, d2 und so weiter aus unserem Mengensystem d her, die ich disjunkt wähle. Und um mir Schreibarbeit zu sparen, möchte ich die Vereinigung dieser Mengen di mit dieser Menge d bezeichnen. Und jetzt gucke ich mir wieder an, die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n in dieser Menge d liegt, gegeben, dass er in der Vergangenheit zu den Zeitpunkten 0 bis n-1 in der Menge b und zum Zeitpunkt n im Punkt x liegt. Und was kann ich jetzt benutzen? Das ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ich kann im ersten Schritt die Sigma-Additivität benutzen, weil ja die Mengen di nach Voraussetzung disjunkt gewählt waren. Und ich erhalte, dass dieser Ausdruck gleich ist dem Ausdruck, wobei ich summiere über alle i bis, von 1 bis unendlich, von der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n in der Menge di liegt, gegeben das gleiche Ereignis, was ich hier drüber stehen habe. Jetzt weiß ich aber nach Voraussetzung, diese Mengen di sind aus unserem Mengensystem Skript d. Das heißt, diese bedingte Wahrscheinlichkeit ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in dieser Menge di liegt. Dadurch, dass das hier ja ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, kann ich wiederum die Sigma-Additivität benutzen und die Summe wieder reinziehen und erhalte damit die Aussage, dass dieser Ausdruck gleich ist der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt 0 in der Vereinigung dieser Mengen di liegt, was ja nichts weiter als diese Menge d war, nach Definition. Also haben wir uns auch überzeugt, dass die Menge, diese Vereinigung von disjunkten Mengen wieder in diesem Mengensystem d enthalten ist. Also wissen wir jetzt, dass dieses Mengensystem Skript D, das wir definiert haben, ein Dünken-System ist. Wie hilft uns das jetzt? Nun, nach dem ersten Schritt wissen wir halt, wie erwähnt, dass die endlich-dimensionalen Rechtecksmengen in der Menge D enthalten sind. Und nach dem, was wir in der ersten Vorlesung gesehen haben, handelt es sich ja bei diesem Mengensystem um einen durchschnittsstabilen Erzeuger der Produkt-Sigma-Algebra. Also können wir jetzt den Hauptsatz über Dünken-Systeme anwenden, der das Folgende besagt, nämlich dass das Dünken-System, das von dieser Menge der endlich-dimensionalen Rechtecke erzeugt wird, gleich ist der Sigma-Algebra, die von dem Mengensystem der endlich-dimensionalen Rechtecke erzeugt wird. Nach Definition wissen wir aber, dass die Produkt-Sigma-Algebra gerade gleich ist der Sigma-Algebra, die von den Rechtecksmengen erzeugt wird. Das heißt, wir haben hier auf einmal schon mal die Gleichheit. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die endlich-dimensionalen Rechtecksmengen enthalten sind in unserem Mengensystem D, von dem wir ja wissen, dass es ein Dünken-System ist. Damit wissen wir aber auch, dass das Dünken-System, das von den Rechtecksmengen erzeugt wird, enthalten ist
in unserem Dünken-System D. Und von dem wissen wir per Konstruktion, dass es enthalten ist in der Produkt-Sigma-Algebra. Weil so haben wir die Mengen in dem Mengensystem D gerade gewählt. Und damit haben wir jetzt gezeigt, dass unsere Aussage nicht nur auf dem Mengensystem der endlich dimensionalen Rechtecke gilt, was wir uns im Schritt 1 überzeugt haben, sondern für alle Mengen aus der Produkt-Sigma-Algebra. Damit haben wir den Beweis erbracht. Ein kleiner Hinweis, diese Vorgehensweise verwendet man immer, wenn man eine Aussage treffen möchte über den Prozess für alle Punkte in die Zukunft. Dann ist die Vorgehensweise immer gleich. Ich ziehe mich erst zurück auf die Aussage für Mengen aus meinem erzeugenden System und in einem zweiten Schritt konstruiere ich mir ein geeignetes Dünken-System, ein geeignetes Mengensystem weiß nach, dass es sich hierbei um ein Dünken-System handelt und kann in gleicher Art und Weise schlussfolgern. Als Korollar aus diesem Satz 1.10 erhält man die folgende Aussage, nämlich, dass die Zukunft des Markov-Prozesses und die Vergangenheit bei gegebener Gegenwart bedingt unabhängig sind. Was meine ich damit? Damit meine ich das Folgende. Also ich gebe mir wieder eine Nü-P-Markov-Kette vor, die ich mit Xn bezeichnen möchte. Ich fixiere mir wieder, wie zuvor, eine natürliche Zahl n in N0, ein Ereignis aus der Produkt-Sigma-Algebra, eine Teilmenge B aus dem Raum E hoch N, sowie einen Punkt X in E, der so gewählt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt N in X ist, nicht verschwindet. Und dann gilt das Folgende, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis N minus 1 in der Menge B und ab dem Zeitpunkt N plus 1 in der Menge A befindet, gegeben die Gegenwart, nämlich dass er sich zum Zeitpunkt n im Punkt x befindet, sich gerade ausdrücken lässt als das Produkt der folgenden beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten, nämlich der bedingten Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n minus 1 in der Menge b befand, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n im Punkt x ist, mal der bedingten Wahrscheinlichkeit, dass er ab dem Zeitpunkt n plus 1 in der Menge A ist, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n im Punkt x ist. Wie funktioniert jetzt hier der Beweis? Er beruht natürlich auf der Anwendung des vorgehenden Satzes. Und was man zunächst annehmen kann, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass die Menge B und der Punkt X so gewählt sei, dass die Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n minus 1 in der Menge B befindet und zum Zeitpunkt n im Punkt X nicht verschwindet. Wenn er verschwinden würde, sehen wir sofort, dass beide Seiten 0 wären und damit wäre die Aussage in trivialer Weise gültig. Also unter dieser Bedingung möchte ich jetzt starten, mir erstmal folgende bedingte Wahrscheinlichkeit ansehen. Nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten 0 bis n minus 1 in der Menge B befindet, ab dem Zeitpunkt n plus 1 in der Menge A, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n im Punkt x ist. Dadurch, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht verschwindet, kann ich diesen Ausdruck damit multiplizieren und durchteilen. Und wenn ich dann noch diese bedingte Wahrscheinlichkeit explizit ausschreibe, sehe ich, dass ich aus dem Nenner, wenn ich die Definition ausschreibe, diese Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n in x ist, absorbieren kann mit dieser Wahrscheinlichkeit und ich erhalte diese bedingte Wahrscheinlichkeit. Nämlich, dass der Prozess an den Zeitpunkt 0 bis n minus 1 in der Menge b ist, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n in x ist. Und was ich noch übrig behalte, ist gerade die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n plus 1 sich in der Menge a befindet, gegeben genau dieses Ereignis, was hier oben steht.
Und um deutlich zu machen, dass diese Wahrscheinlichkeit von der Startverteilung abhängt, habe ich das hier explizit nochmal hingeschrieben. Was man jetzt hier sieht, ist, dass das genau die Form ist, oder fast die Form ist, wie im vorangegangenen Satz. Der einzige Unterschied ist, im vorangegangenen Satz startete hier der Prozess ab dem Zeitpunkt n. Aber das können wir leicht erreichen, indem wir auf dieser Seite noch schneiden mit dem trivialen Ereignis, dass nämlich der Prozess zum Zeitpunkt n in der Menge i ist. Weil dann kann ich das hier auch, diesen Ausdruck auf der Seite auch schreiben, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n in der Menge e Kreuz a ist. Und dann kann ich sozusagen wörtlich den Satz 1,10 anwenden. Der liefert mir dann das Folgende, nämlich der erlaubt mir diese Wahrscheinlichkeit oder diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier auch auszudrücken als die folgende Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Prozess im Punkt x startet und ab dem Zeitpunkt 1 sich in der Menge a befindet. Aber jetzt kann ich sozusagen nochmals den Satz 1,10 quasi in rückwärtige Richtung anwenden und diese Wahrscheinlichkeit auch wieder umschreiben als die Wahrscheinlichkeit bei Start nü von dem Ereignis, dass der Prozess ab dem Zeitpunkt n plus 1 sich in der Menge a befindet, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n im Punkt x war. Was ich dazu machen muss, ist einfach ein neues Ereignis b zu wählen, das nichts weiter ist als der Raum e hoch n, weil dann ist dieser zusätzliche Durchschnitt von Ereignissen, die ich hier wähle, trivial, nämlich der ganze Raum, und damit bleibt sozusagen nur dieses Ereignis übrig. Und damit habe ich aber jetzt den Beweis erbracht von der bedingten Unabhängigkeit der Zukunft von der Vergangenheit bei gegebener Gegenwart von einem Markov-Prozess. Und das ist sozusagen eine der wesentlichen Eigenschaften von Markov-Prozessen oder von Markov-Ketten hier im Speziellen.